Willkommen in New York City. Eine unvergessliche Reise mit zahlreichen Höhepunkten und einmaligen Erinnerungen erwartet Sie. Ein Shuttlebus bringt Sie zu Ihrem Hotel. Ihre Reise beginnt mit der Fahrt in das historische Neuengland, das die Bundesstaaten Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut und Rhode Island umfasst, sowie der Entdeckung seiner bedeutendsten Stadt, Boston. Freuen Sie sich auf den Freedom Trail, die Universität Cambridge, den Quincy Markt und die historische Innenstadt. Die Nacht verbringen Sie im Raum Boston. Der nächste Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Optional haben Sie die Möglichkeit, an einem Ausflug teilzunehmen und mit dem Boot auf das Meer hinauszufahren, um mit etwas Glück Wale zu beobachten. Das traumhafte Gebiet der White Mountains erwartet Sie heute. Im Anschluss fahren Sie weiter über die kanadische Grenze und erreichen schließlich Quebec City. Sie werden begeistert sein von dem historischen Zentrum, das von einer fast 4 Kilometer langen Stadtmauer umgeben ist. Im Anschluss kehren Sie in Ihr Hotel im Raum Quebec City ein. Entlang des St.-Lorenz-Stroms fahren Sie nach Montreal, wo Sie eine Stadtrundfahrt unternehmen. Die europäisch anmutende Stadt begeistert mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem Mont Royal, dem Olympiapark und der Basilika Notre-Dame in der malerischen Altstadt. Die Nacht verbringen Sie im Raum Montreal. Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Wenn Sie möchten, unternehmen Sie einen optionalen Ausflug in die kanadische Hauptstadt Ottawa, die für viele eine der schönsten Städte des Landes ist, und erkunden diese bei einer Stadtrundfahrt. Am Vormittag geht es weiter zum Thousands Islands Nationalpark, dem kleinsten Nationalpark Kanadas. Die verwunschenen Plätze des Sees mit imposanten Häusern können Sie optional bei einer Bootsfahrt aus der Nähe bestaunen. Anschließend führt Sie die Reise weiter in Kanadas größte Stadt Toronto. Freuen Sie sich auf eine Rundfahrt durch die Innenstadt und entlang des Seeufers. Genießen Sie beispielsweise den Ausblick vom über 500 Meter hohen CN Tower. Lassen Sie den Tag in aller Ruhe in Ihrem Urlaubshotel im Raum Toronto ausklingen. Heute erwartet Sie einer der Höhepunkte Ihrer Reise, das gewaltige Naturwunder der Niagarafälle. Über eine Breite von 300 Metern stürzen die Wassermassen auf der amerikanischen Seite in die Tiefe. Noch beeindruckender sind sie auf der kanadischen Seite. Nach der Mittagspause fahren Sie über die Grenze zurück in die USA und übernachten im Raum Williamsport. Heute haben Sie die Möglichkeit, in der Region um Lancaster Nachfahren der weiterhin traditionell und konservativ lebenden Amischen bei einem Bauernhofbesuch kennenzulernen und einen wertvollen Einblick zu erhalten, wie das Leben im 18. und 19. Jahrhundert hier ausgesehen hat. Gegen Nachmittag erreichen Sie schließlich die Hauptstadt der USA, Washington D.C. Nehmen Sie optional an einer abendlichen Rundfahrt teil, die an der historischen Union Station vorbeiführt. Auch den Potomac-Fluss, das Watergate Hotel, das Kapitol, das erleuchtete Weiße Haus stehen während Ihrer Rundfahrt auf dem Programm. Sie übernachten im Raum Washington D.C. Die heutige Stadtrundfahrt führt Sie vorbei an vielen bedeutenden Gebäuden und Monumenten. Dazu gehören das Weiße Haus, Sitz des Präsidenten, das J. Edgar Hoover Building, Hauptquartier des FBI, das Kapitol, Sitz des Senats und Repräsentantenhauses, das Washington-Monument mit den Fahnen der 50 Bundesstaaten, das Lincoln Memorial und der Nationalfriedhof Arlington. Das Besondere: Im Anschluss genießen Sie freie Zeit, um Washington D.C. auf eigene Faust beispielsweise bei einem Besuch der zahlreichen kostenfreien Museen der Stadt näher kennenzulernen. Entspannen Sie anschließend in Ihrem Hotel im Raum Washington D.C. Freuen Sie sich auf eine der ältesten Städte der USA, Philadelphia. Nachdem Sie unter anderem den Independence Square und die Liberty Hall besichtigt haben, geht es nach New York City, in die Stadt, die niemals schläft. Sie übernachten im Raum New York City. Der heutige Tag steht Ihnen frei zur Verfügung. Sollten Sie doch lieber an einer Stadtrundfahrt teilnehmen wollen, haben Sie auch dazu optional die Möglichkeit. In diesem Fall sehen Sie das Herz der Weltstadt bei einer vierstündigen Rundfahrt durch Manhattan mit dem Times Square, der Wall Street, dem Central Park,
Chinatown und vielem mehr. Sie übernachten im Raum New York. Mit einmaligen Erinnerungen im Gepäck endet ihre Reise mit dem Shuttle-Transfer zum Flughafen und sie fliegen zurück nach Deutschland, wo sie am nächsten Morgen landen werden.